Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrt. Ja, viele haben schon darauf gewartet, wann es denn endlich soweit ist, dass man Dubai-Kreuzfahrten storniert, und die erste Reederei hat damit angefangen. Und zwar kommt sie aus dem Carnival-Konzern. Es ist P&O Cruises. Sie haben die P&O Oceana komplett umgeroutet, den Heimathafen Dubai für den Winter 1920 gestrichen. Das Schiff wird also gar nicht erst in den Orient fahren. Und demnach werden alle Reisen ab der Transreise storniert, beziehungsweise wurden storniert. Die Kunden haben ihr Reisepreis komplett wiederbekommen. Und am 20. August ist die Oceana wieder buchbar mit ihren neuen Routen. Ja, was sagen die anderen Reedereien dazu? Sie beobachten das alles mal. AIDA ist auch noch am Beobachten. Heute ist im Angebot der Woche eine Reise nach Dubai, eine Transreise mit AIDA. Also augenscheinlich hält AIDA da noch fest dran am Plan, Orient zu bereisen. Im Oktober soll es ja losgehen für die meisten Reedereien. Bei P&O muss man dazu sagen, es ist ein britisches Unternehmen, und sie haben jetzt gesagt, naja, nachdem der britische Öltanker da aufgehalten wurde, will man das nicht riskieren und fährt deswegen mit den britischen Schiffen da auch gar nicht erst hin. Ich weiß nicht, was passieren wird. Es passiert gar nichts, bis es passiert ganz viel, ist, glaube ich, im Moment alles möglich. Und spannend, super spannend ist, was MSC Kreuzfahrten macht. Die haben gesagt, Mensch, liebe Gäste von P&O Cruises, wir fahren in den Orient. Wenn ihr das noch immer möchtet, kommt zu uns. Es gibt ein schönes Bordguthaben. Ja, das heißt so, MSC ist da im Moment auch sehr schmerzfrei, beobachtet scheinbar gar nicht oder macht Fishing for Compliments und lässt die jetzt einbuchen und storniert dann nachher dennoch. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, was da gerade passiert. Keiner kann wirklich eine Auskunft geben. Die Reedereien sagen, ja, wissen wir nicht, wir gucken uns das an, augenscheinlich fahren wir. P&O hat jetzt gesagt, nein, wir fahren nicht, und hat komplett umgeroutet. Und oft ist es so, dass innerhalb eines Großreedereiverbunds wie Carnival oder Royal, wenn da jemand sich zu irgendwas entscheidet in einer Sicherheitslage, dass andere dann mitziehen. Hier sieht es aber ein bisschen anders aus, eben wegen der Herkunft, weil sie aus Großbritannien sind. Ich kann das nicht einordnen, ich werde viel und oft gefragt, jeden Tag, Pascal, was denkst du, was passiert mit meiner Orient-Kreuzfahrt? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich habe das Gott sei Dank auch nicht zu entscheiden. Wenn man hinfährt und es passiert nichts, ist alles top. Wenn man hinfährt, es passiert irgendwas, hat man ein riesengroßes Problem. Ich kann es nicht einordnen. So politische Spannungen sind immer schwierig. Am Ende geht es ja auch nicht darum, ob jetzt die Leute da MSC lieber haben als P&O oder als AIDA. Denen geht es einfach darum, wirtschaftlichen Schaden zu machen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das kann, glaube ich, mit dem Kreuzfahrtschiff ganz toll funktionieren, dass man da Aufmerksamkeit bekommt, und das nicht zu wenig. Deswegen, wir warten mal ab. Ich gehe davon aus, dass sich die Reedereien dazu nochmal äußern. Im Moment weiß ich nicht, ob es da ruhig ist oder nicht. Ich habe das nicht auf dem Plan. Aber wie gesagt, P&O hat sich dazu entschieden, gestern alles abzusagen. Das haben sie jetzt getan. Ab 20. August kann man die Oceania auf den neuen Routen buchen. MSC Kreuzfahrten sagt, kommt zu uns, es gibt ein Bordguthaben. Alle, die bei P&O gebucht haben, bekommst du bei uns besonders günstig. Kann man machen, muss man aber nicht, glaube ich. Gerade mit so einem Hintergrund weiß ich nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, aber muss jeder für sich entscheiden, ob das cool ist oder nicht. Ja, das war die aktuelle Wasserstandsmeldung zu den Orient-Kreuzfahrten im Winter 1920. Und auch TUI Cruises beispielsweise beobachtet nur. Gestern hat mir jemand zugerufen, TUI wolle da nicht hingehen, aber es gibt dafür jetzt keine belastbaren Beweise, dass das so ist. Stand heute ist es noch immer so, dass TUI da hinfährt. Die fahren auch im Oktober. Und dann werden wir mal sehen, was passiert da in der Straße von Hormuz und im Persischen Golf. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.